Hallo, welcome to a new vlog. Es ist übrigens spät abends schon, es ist 9 Uhr. Ich habe heute nur kleine Ausschnitte von meinem Tag gefilmt, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Ich lege gerade übrigens Tücher zusammen und lüfte. Das mache ich so nebenbei, indem ich mir durchquatsche. Aber ich komme ja wieder in meine Vlog-Routine und ja, es ist Montag der 6. glaube ich. Heute hatte ich irgendwie keinen so guten Tag. Ich war weder produktiv noch was. Ich habe am Wochenende auch gar nichts gemacht. Nur Freitag eben habe ich gearbeitet, also für die Uni Sachen gemacht und gearbeitet, weil ich auch wieder Social Media Business hier managen muss. Und ja, ich habe das Wochenende war ich in Luxemburg bei meinen Eltern und habe einfach Zeit mit meinen liebsten Menschen verbracht. Ich habe auch meine besten Freundinnen wieder gesehen, weil Charlotte war aus Wien zurückgekommen und Emma arbeitet sowieso gerade in Luxemburg. Und heute war irgendwie eher nicht so ein produktiver Tag, weil ich eben auch Samstag, Freitag und Samstag in Luxemburg 2 Partys hatte und irgendwie Sonntag dann müde war und nicht so ein lazy Ausruhsonntag gemacht habe. Und ich hatte eben eher so ein, nicht mal ein Hangover Sunday, aber ja, irgendwie müde, weil ich da nicht früh schlafen gegangen bin und so. Und ich bin einfach ein Mensch, ich brauche diesen frühen Schlaf, damit ich ausgeruht bin. Heute war einfach kein produktiver Tag und das nervt mich einfach, weil es ist nicht produktiv von Be That Girl und Healthy und so, sondern produktiv. Ich muss was für die Uni machen, weil ich im 8. Semester bin und einfach jetzt wieder meine Uni angefangen habe und ich Sachen erledigen muss, Hausaufgaben und so. Und deswegen hat mich das einfach genervt. Ich habe nichts gebacken bekommen habe, aber ich versuche mich halt nicht zu viel davon runterdrücken zu lassen, weil morgen ist ein neuer Tag, heute gehe ich früh schlafen und dann wird morgen einfach ein besserer Tag. Ich werde mich jetzt abschminken und mich dann ins Bett legen. Ich schaue gerade Eleanor's, also Just Say Eleanor, Video. Sie macht voll schöne Productivity-Videos, die motivieren irgendwie voll und beruhigen mich. Ich schaue ja eigentlich voll gerne das und dann morgen wird ein besserer Tag und dann werde ich euch auch mitnehmen. Ich habe auch morgen ja Uni und Stuff und am nächsten Wochenende bin ich in Berlin. Ich glaube, ich werde das vloggen. Ich versuche es zu vloggen, wenn ich nicht viel checke. Für die Diplomübergabe von meinem besten Kumpel begleite ich ihn. Und es macht mir, ja, es freut mich. Aber dieser Monat ist halt voll viel Reisen, weil ich eben jetzt wegen meiner... Ich habe euch gar nicht erzählt, warum ich in Luxemburg war. Also letztes Wochenende war ich auch schon in Luxemburg und dieses auch. Also für die, die es nicht wissen, ich bin Luxemburgerin. Und deswegen, ja, meine Eltern leben dort. Aber ich war eigentlich jetzt zweimal in Luxemburg, weil ich eine Weisheitszahn-OP hatte. Und ja, ich habe die 4 Weisheitszähne rausgenommen bekommen. Hier ist es noch ein bisschen grün. Ich habe die 4 gleichzeitig rausgenommen bekommen mit Lokalanästhesie. Und ich war schon eine gute Woche sehr, sehr geschwollen und hatte auch Schmerzen. Also ich habe Paracetamol genommen, aber es war nicht, was nicht aushaltbar war. Und mein Arzt hat mir eben damals gesagt, ja, versuch so früh wie möglich zu essen. Und ich habe auch die ganze Zeit normal gegessen. Ich habe nicht nur Suppe gegessen, also ich habe ganz normal gegessen. Halt ein bisschen weichere Sachen, kein Brot, kein hartes Brot oder so. Also es ist nicht so schlimm, falls jemand bald eine Weisheitszahn-OP hat, macht euch da keinen Kopf. Ich bin echt richtig schmerzempfindlich und für mich war es halt aushaltbar. Echt. Also es war nicht toll, aber es war halt auch nicht super schlimm. Juhu, bisschen Realität, wie ich aussehe, wenn ich ungeschminkt bin. Aber ja, dieses Wochenende, diesen Monat ist halt voll viel Reisen, weil ich auch eine Long-Distance-Beziehung jetzt führe, wieder, falls die Leute confused sind, weil ich euch viele Monate nicht geupdatet habe. Ja, ich habe einen Freund und er ist in London und Paris-London ist nicht so schwer. Also es sind 2 Stunden mit dem Zug, aber es kostet halt, also der Eurostar kostet ziemlich viel Geld und
ja, man muss sich trotzdem irgendwie organisieren, weil man ist halt nicht zu Hause und ich habe aber auch jetzt Uni und so, also ja, ich werde jetzt nächstes Wochenende in Berlin sein und die Woche drauf in London. Ja, so ein kleines Live-Update, ein bisschen tief, falls es euch interessiert. Also ich weiß, dass voll viele confused sind, weil ich eben nie so viel Privates preisgebe, aber es ist jetzt versteht ihr, was ich in London mache. Ja, deswegen, ihr werdet auch vielleicht mehr London-Content sehen. Mal schauen, ob ich das dahin hinbekomme zu vloggen, aber das wäre eigentlich ganz cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet. Ich werde aber weiterhin, wie ich das sonst auch immer gemacht habe, so private Beziehungsstuff eher offline halten. Ich mache mich jetzt fertig ab, mache meine Skincare-Routine und dann geht's ins Bett und wir sehen uns morgen. Morning! Es ist Dienstag, 10 Uhr. Der Tag hat nicht so gestartet, wie ich das wollte. Ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht aufstehen kann. Ich habe legit fast 10 Stunden geschlafen. Okay, 9. Aber ich verstehe halt nicht, warum ich morgen nicht aufkomme. Mein Wecker hat 1,5 Stunden geklingelt. So, why? Falls jemand weiß, warum das so ist, bitte sagt es mir. Es ist für mich so unglaublich schwer, morgens aufzustehen. Ich verstehe einfach nicht, warum. Und ich bin eigentlich so ein Morgenmensch. Ja, ich habe heute ganz schnell ein 15-20-minütiges Workout gemacht. Einfach für meine Conscious und habe mich jetzt fertig gemacht. Übrigens trage ich dieses Band, weil so ist es nicht so schlimm, wenn die Haare fettig sind. Weil meine Haare sind eigentlich noch gut gelockt. Ich gehe jetzt in die Bib und muss eigentlich sehr, sehr, sehr viel machen. Ich habe so viel Work. Und ich sehe noch immer ein bisschen aus wie so ein Chipmunk. Oh, das tut weh. Naja, Kopf ist auch noch nicht ausgepackt. Wisst ihr Leute, heute ist so ein Tag, wo ich wieder mentally nicht so gut bin. So, heute fällt mir wirklich das Einfachste ever sehr schwer. Es ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt aufgestanden bin aus dem Bett, weil ich wollte einfach den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Aber naja. Ich treffe mich jetzt mit Vera in der Bib. Dann wird gearbeitet, dann gehen wir nachher zusammen essen. Dann arbeite ich weiter. Dann habe ich Uni. Es geht schon. Positive Mind, Step by Step. Ich bin jetzt in meiner Wohnung angekommen. Ich habe gut gelernt. Vera ist jetzt 16:28 Uhr. Und ja, ich muss noch die Hausaufgaben schnell fertig machen. Aber ich bin gut weitergekommen. Es ist gerade ein Paket von On Vacation angekommen. Mit ihnen arbeite ich übrigens zweimal im Monat zusammen. Ihr seht das immer auf Instagram. Ich habe immer coole Rabatte. Und das ist einer meiner Lieblingsbrands. Übrigens, dieser Part von diesem Video ist nicht gesponsert von ihnen oder so. Aber ich liebe deren Pullis. Ich finde, es gibt einfach Preis-Leistung, keine besseren Pullis. Und ich habe so viele von denen, plus ich verschenke die super gerne auch an meine Freunde, weil kein Mensch braucht so, so viele Pullis. Verschenke die gerne an meine Freunde, männlich oder weiblich. Top, liebe ich, kann ich nur empfehlen. Ich werde jetzt was Kleines essen und dann meine Hausaufgabe fertig machen und dann in meine Klasse gehen. Ja. Back in the apartment, es ist 8 Uhr. Ich hatte bis 7 Uhr Uni und war dann in einem Bioladen, den mir Vera empfohlen hat. Und den kannten wir einfach nicht. Und der ist amazing. Und ich habe noch nie über meine Schlafanzughose ist wirklich ultra hässlich, aber whatever. Ich habe noch nie einen Bioladen oder einen Supermarkt überhaupt gefunden, wo ich in Paris gesagt habe, geil. Das Einkaufen hier ist so unglaublich teuer, aber Bioläden gehen tatsächlich mehr klar als normale Supermärkte. Letztens in einem Supermarkt pflanzliche Milch für 5 Euro. No. Weil ich das nicht gekauft habe. Eier. Dann, weil das günstiger war als in einem
Package zu kaufen, Studentenmischung an Nüssen. Und da sind diese Nüsse auch drin. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, dass so eine Nuss deckt den Tagesgehalt an Selenium. Ich wäre aber wahrscheinlich scheiße, weil ich mein ganzes Essenwissen nur von Social Media habe. Kokosnussmilch. Ich wollte eigentlich Chicken kaufen. Habe ich dann vergessen. Dann so wie Kimchi. Also so Gemüse, eingemachtes Gemüse. Sehr gut für die Verdauung. Dann Müsli. Ja, Müsli mit so Puffding. Was ist da drin? Toasted Wheat Flakes. Toasted Rice, Apples, Hazelnut, Raspberries. Ja. Einfach, damit ich das in meine Joghurt tun kann. Dann laktosefreien Cottage Cheese. Sehr gute Werte. Laktosefreien Mozzarella. Erdnussbutter. Immer nur Erdnussbutter kaufen mit 100% Erdnüssen. Dazu habe ich gekauft Düssel. Dann Thunfisch in der Dose. Ist bei mir wirklich ein Staple, davon habe ich immer was zu Hause. Roggenbrot, weil ich Roggenbrot mag. Und Hummus und Zimt, weil ich keinen Zimt mehr hatte. Genau, das war's. Und ich hatte eigentlich vorher, als ich gebloggt habe, als ich zu Hause war, habe ich danach noch einen Riegel gegessen. Das heißt, ich hatte Skyr, Riegel und Obst. Und deswegen habe ich jetzt nicht so viel Hunger. Jetzt hatte ich diesen ganzen Supermarkt gekauft. Und ich habe jetzt noch von letzter Woche hier Suppe. Ich glaube, ich werde die essen. Mit, I don't know, ich habe auch noch, glaube ich, eine Möhre, die nicht mehr gut ist. Great. Ich glaube, ich werde mir einfach einen Toast machen. So einen Roggenbrot-Toast mit Hummus. Und vielleicht noch ein bisschen von diesem eingemachten Gemüse. Ja, ich brauche halt, ich habe jetzt nicht so viel Hunger. Aber super alleine ist halt auch nicht genug. Ich erwarte euch eine geile Zeit. Viel Spaß. Und zu euch bei Perfect Match, ne? Sag mal, Frau. Ja, gut, dann brauchen wir hier. Dann bist du mir.